Hi, wir haben für euch jetzt eine Taucherfigur im Disco Fox, sehr effektvoll und ganz leicht zu tanzen, also wirklich mit leichtesten Grundkenntnissen nachzumachen. Was wir wissen müssen ist, wir brauchen einen Grundschritt. Eins, zwei, Tipp, wir brauchen die Trennung. Eins, zwei, Tipp. Jetzt brauchen wir einen Handwechsel, da gibt es Tausende. Wir nehmen jetzt einfach mal als Version ein Damensolo. Eins, zwei, Tipp, und ich kann jetzt am Schluss, wenn sie mir gegenübersteht, ihr die rechte Hand reichen und drehe die Frau wieder zurück. Eins, zwei, Tipp. Und habe jetzt hier so ein bisschen etwas komische Handhaltung. Also mein kleiner Finger, der zeigt theoretisch zur Decke. Und in dieser Version möchte ich jetzt gleich neben die Frau laufen. Bis hierhin. Das sind die Dinge, die wir für die Vorbereitung brauchen. Die zeigen wir vielleicht gerade nochmal ab der Trennung schon. Das heißt, wir haben ein Damensolo normal mit Handwechsel. Ganz normal die Hände reichen, ne? Beide Daumen zeigen nach oben. Jetzt richte die Frau zurück. Eins, zwei. Tipp, nicht wundern, dass die Handhaltung merkwürdig ist. Die brauchen wir so. Jetzt geht es weiter. Eins, zwei. Tipp an die Seite der Frau. Die Frau läuft im Moment mal vorwärts. Eins, zwei. Tipp. Ich könnte ihr jetzt hier die zweite Hand geben. Viele kennen jetzt die Möglichkeit, ein Karussell zu tanzen. Das lassen wir mal weg, weil wir wollten relativ schnell in den Taucher. Hand brauche ich nicht. Ich habe jetzt für den Taucher schon eigentlich einen Fehler gemacht, denn wenn ich weiß, dass ich sofort abtauchen möchte, muss ich meinen Tippschritt anders ansetzen, nämlich hinter die Frau. Das heißt nicht mehr unter den eigenen Körper mit beinahe geschlossenen Füßen, sondern deutlich, und je weiter ich meine beiden voneinander entfernt habe, desto besser, deutlich von ihr nach hinten weg. Und jetzt kommt der eigentliche Taucher und ich setze den ersten Schritt nicht. Der erste Schritt, den habe ich eigentlich schon angesetzt mit dem Tippschritt. Ich werde jetzt nur noch den Körper dorthin bewegen. Sie läuft vorwärts, 1, 2, Tipp, und er geht mit dem Körper zu seinem Schritt Nummer 1. 2 ist ein Seitwärtsschritt, Tipp ist wieder Fuß schließen. Und was ich noch gemacht habe, das hat man sicherlich gerade nicht gesehen, ist, dass ich hinter dem Körper die Hand wechsle. Das heißt, wenn ich jetzt hier stehe und ich gehe jetzt hier, das ist mein Tippschritt, unterm Arm durch, tanze ich 1 und jetzt sieht man es gleich, hier übergebe ich die Hand, 2, Tipp, und stehe wieder vor der Frau und dann drehe ich sie noch einmal linksrum zurück und dann sind wir wieder fertig. Was sollten wir wissen für so einen Taucher? Damit das ganz elegant aussieht, sollte ich als Mann mit einem möglichst geraden Rücken abtauchen. Die Vorbereitung, die ergibt sich dadurch, dass ich hier im Standbein so ein bisschen eingeknickt bin, denn je aufrechter ich bin, desto weniger Schrittabstand kriege ich zwischen meinen Beinen zustande. Jetzt tauche ich ab und der Abstand wird größer. Dadurch wird meine Tauchbewegung weiter. Wenn ich jetzt abtauche, versuche ich das Ganze mit möglichst geradem Rücken zu machen und dann möglichst wieder schnell nach oben zu kommen und das Ganze mit einem aufrechten Kopf. Der häufigste Fehler ist wahrscheinlich ein zu kleiner Schritt und dass man jetzt versucht, eher mit so einem hängenden Kopf und so einem runden Rücken irgendwo durchzutauchen. Und auch ein gern gemachter Fehler ist, dass ich es als Mann nicht schaffe, irgendwie so rechtzeitig wieder in eine aufrechte Position zu kommen. Und wenn das passiert, dann sieht das Ganze ziemlich unglücklich und sehr unsportlich aus. Deswegen zeigen wir jetzt mal die richtigen Schritte und die falsche Haltung vom Mann. Ein Damensolo, eins, zwei. Tipp, die Frau zurückdrehen, eins, zwei. Tipp, er an die Seite, eins, zwei. Tipp und jetzt runder Rücken, er kommt nicht nach oben und dann sieht das nicht gut aus. Und jetzt zeigen wir die gleiche Version nochmal mit ordentlichen Schritten. Die Frau denkt immer dran, im Kreis nachher vorwärts zu tanzen. In dem Moment, wo er taucht, geht es für die Frau vorwärts. Eins, zwei, Tipp, eins, zwei, Tipp, eins, zwei, Tipp, eins, zwei, Tipp, eins, zwei, Tipp. Und schon haben wir getaucht. So einfach.